Gute vom Talk-Granate-Talk bei Fronius. Moin Ralf, moin Johannes, schön, dass ihr da seid. Es wird mal wieder historisch und das hat einen ganz einfachen Grund. Ralf, ich frage dich als Historiker direkt, der Hünfelder SV Spitzenreiter in der Hessenliga. Mhm. Schon mal irgendwann gewesen? Also ich wüsste nicht wann. Also ich habe extra mal nachgeguckt, weil Johannes ja den Text geschrieben hatte und habe nochmal so ein bisschen in meinem Wikipedia da so ein bisschen, ich habe nichts gefunden, vielleicht mal eine Woche am zweiten Spieltag, so Zeiten Norbert Fladung. Aber nee, glaube ich auch nicht, Ne? Aber geil, geile Geschichte mit Hünfeld und ja, ich habe ja schon zu Mario Rode vor der Saison gesagt, vielleicht haben wir nächstes Jahr zwei Regionalligisten. Ne? Und das war kein Witz, Mario. Ne? Also. Du bist wandelndes Archiv, wir haben uns aber mal informiert und es gab eine Saison, da ist der HSV mal, glaube ich, Fünfter geworden, Johannes. Du als Experte des HSV, nimm uns mal mit, wann war das? Ralf, wann schätzt du, wann es war? Boah, Leute, da müsst ihr mir mal vorher was sagen, da kann ich mal nachgucken. Weiß ich nicht, keine Ahnung. 62, 63. Ja, am Ende wurde VfB Gießen Meister und am, vor dem letzten Spieltag stand der HSV tatsächlich noch auf Platz 3. Okay. Hatten einigen relativ durchwachsenen Saisonstart und wurden dann am Ende bis auf Platz 3 hochgespielt, haben dann am letzten Spieltag gegen den Meister verloren und sind dann noch auf Platz 5 gerutscht. Hast du mir jetzt Konkurrenz und VfB Gießen Meister, Vizemeister, der damalige Absteiger SV Wiesbaden. Okay. So, das sind noch auch klangvolle Namen in dem hessischen Fußball. Jetzt gibt es beide Vereine gefühlt nicht mehr. Mhm. Wiesbaden ist, glaube ich, KOL, SV Wiesbaden, ja, KOL da. Ne? Ja, also es ist lange vorbei, aber ja, Platz 5. Ja, du musst immer, das ist mir heute Morgen so beim auf der Fahrt hierher so gekommen, habe so drüber nachgedacht, was reden wir im Talk heute und Thema Hünfeld. Und denke, ich musste echt überlegen, die haben jetzt 5 Spiele gemacht und haben einmal, also haben tatsächlich nur 1-1 gespielt beim FC Gießen, beim Vorjahresvize. Also da haben sie ihren Punkt abgegeben. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja, also ich glaube, damit sind wir auch schon beim Thema, was wir bereden müssen, die Entwicklung dieser Mannschaft. Der Saisonstart, glaube ich, mit Gegnern wie Gießen, Stadt Allendorf, Hanau, Derby gegen Steinbach, was du nie mit einberechnen kannst. Und da 13 von 15 Punkten zu holen, das ist irre. Also wie siehst du denn diese Entwicklung, die der HSV gerade macht? Also Siegtorschütze Kevin Krieger hat nach dem Spiel zu mir gesagt, naja, 7-8 Punkte, hätten wir die geholt zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, da wäre auch jeder zufrieden gewesen. Wir wollten gut in die Saison reinkommen. Aber ich glaube, die Entwicklung, die hat man ja einerseits bei dem Tor gesehen, wie die Mannschaft dann auch, wie alle zusammen jubeln. Also es war wirklich irre. Vielleicht können wir auch das Video nochmal haben. Da gibt es ein kleines Video, wie dann alle auf den Platz stürmen und selbst fährt hier Lütz mit seiner kaputten Schulter, wo er aufpassen muss, dass ja nichts passiert, aber er stürmt auch. Alles explodiert so ein bisschen. Und ich habe auch die Entwicklung der Mannschaft irgendwie ein paar Stunden später gesehen, weil ich auch nochmal auf dem Galbeerenfest in Hünfeld war. Da so ein bisschen das Weinfest in Hünfeld. Und da die Mannschaft sehr, sehr geschlossen da ist und einfach zusammen feiert, zusammen säuft, darf man vielleicht an der Stelle auch sagen. Das gehört dazu beim Fußball. Und es ist dann für sie auch tatsächlich immer noch, man hat das Gefühl, das könnte auch ein Adiges sein, so vom Zusammenhalt her. Und das war vor 2 Jahren nicht so, als wir auch mit einer guten Mannschaft völlig gescheitert sind. Und ich glaube, der größte Trumpf ist einfach, die haben wirklich viele Ausfälle. Es sind ja wirklich 5 wichtige Spieler, die nicht spielen. Oder jetzt kam Carlo zumindest zurück, Vidovic, aber der ist auch angeschlagen. Auf keinen Fall eine Alternative für 90 Minuten. Ne? Aber du wirfst nach und du hast keinen Abfall. Also es ist kein Leistungsabfall. Das finde ich erstaunlich, weil jeder sagt, auch ein Dennis Müller, den triffst du, der ist natürlich auch ein bisschen traurig, dass er nicht spielen kann, aber der sagt, ey, das ist so ein super Team, da gönnt jeder jedem alles, da muckt keiner, dass er nicht spielt. Bestes Beispiel jetzt Kevin Krieger, der eben noch kein Spiel von Anfang an gemacht hat. Und er macht dann das Tor und das sieht man, und das ist ja jetzt nicht gekommen, weil sie die ersten 5 Spiele nicht verloren haben, sondern das ist eben vom ersten Spieltag. Das ist ein Team, das war ja letztes Jahr schon so. Da kann man ein Beispiel nennen, das ist fast das Faszinierendste letztes Jahr gewesen. Also Meister wurden, die haben 6-1 in Sandershausen gewonnen und dann haben sie 3 Tage Party gefeiert. Und dann fahren, wo, Kleinhundo war das? Ja. 8-0? Nee, das war, glaube ich, nur ein 5 oder 6-1. Dann haben sie nochmal Lichtenau 8-0 gewonnen. Aber bei einer Mannschaft, wo es um was ging, haben sie dann einfach trotzdem... Obwohl du schon Meister warst. Ja. Das, finde ich, da hast du das Team erkannt. Da hast du gesehen, ja, ne? Meister kann jeder mal werden. Aber war schon, das siehst du schon. Und es ist ein riesen Zusammengehörigkeitsgefühl. Und was natürlich super attraktiv ist, sie haben wieder 3-2 gewonnen. Dritter 3-2 Heimsieg. Und es gab ein gutes Beispiel, wirklich...
Wir haben hier auch einen aus dem Haus, der ist jetzt zum HSV-Fan geworden und der hat mich wirklich beim 3-2, der saß neben mir und das ist kein Hünfelder oder irgendwas, das ist ein neutraler Zuschauer, der einfach Fußball mag und Amateurfußball mag und der hat mich gepackt und Herr Götze, ich hab's Ihnen gesagt. Also er hat sich einfach auch total mitgefreut und da sieht man, sie spielen auch einen guten Fußball, einen mitreißenden Fußball, jeder läuft für jeden, das macht schon Spaß und ja, in 2 Wochen kommt Alzenau, da können wir nachher uns mal fighten, wer da hin darf, wenn da Duell ist. Wer hat denn eigentlich die Truppe zusammengestellt? Es war doch niemals in Mario Rode, oder? Ja. Da hat er doch irgendeinen, hat er doch wieder, der ihm die Arbeit macht, oder? Ich glaube, das ist ganz gut beim HSV, dass das sehr eng dann auch passiert, dass Mario Rode nie einen Spieler verpflichten würde, den Johnny Helmke nicht will und andersrum ganz genauso. Die Gespräche werden zusammengeführt, aber Mario, muss man schon sagen, hat da schon einen riesen Anteil daran, weil er auch den Umbruch da eingeleitet hat. Und das war ganz interessant. Ich stand vor dem Bild vor 5 Jahren mit Marcel Bücker, kompletter Kader HSV im Sportheim, riesen Mannschaftsfoto. Und dann sind wir so durchgegangen und da sagt Marcel, da sind echt nur noch 4 Spieler da. Also das sind... Es ist ein kompletter Umbruch einfach da gewesen und es ist, und das unterschätzt man, es ist eine saujunge Truppe. Marcel Dücker ist ja auch noch nicht alt oder Max Vogler hinten rechts 22, Zoll ganz jung, bitte 20. Also allein die Abwehr, das ist so wie früher bei deinen Dortmundern, so, ne? Der Kinderriegel oder wie es hieß? Das hat zu Großem geführt. Das hat zu Großem geführt, ja. Genau, ja. Wo landet der HSV am Ende? Kurze Aussage. Also ich traue denen schon zu, dass sie zwischen 5 und 8 irgendwo einlaufen. Das ist schon realistisch, glaube ich, mittlerweile. Also die Mannschaft ist gut. Die Hessenliga ist auch meiner Meinung nach dieses Jahr nicht so überragend in der Spitze. Ich glaube, in der Breite ist es sehr eng. Aber ich glaube, in der Spitze ist sie nicht so überragend. Und ich glaube, dass es schon zwischen 5 und 8 hinter den Top-Teams, die es natürlich auch dieses Jahr wieder geben wird, landen wird. Johannes, siehst du das ähnlich? Unser Rasenreporter, Rhein-Main-Reporter Pietro Acebis, der die Hessenliga sehr, sehr, sehr gut kennt, weil er jede Woche 1 bis 2 Spiele auch sieht, der hat mich gestern gefragt und der freut sich für Hünfeld, weil er da auch gerne ist und sagt, was ist los in Hünfeld und können die das ganz Große schaffen? Ich habe es ja noch nicht gesehen. Da habe ich gesagt, nee, bleib mal am Teppich. 6 bis 9 ist so meine Einschätzung. Also sind wir sehr, sehr ähnlich. Das würde, glaube ich, in Hünfeld aber jeder nehmen. 6 bis 9 würde, glaube ich, auch jeder in Steinbach nehmen, bei denen endlich der Knoten geplatzt ist. Ich glaube, am Freitagabend so um 21.24 Uhr, ich saß daheim, da habe ich so einen Urknall gehört. War das der Jubel, der dann aufbrandete, als der Schiri abpfiff? Boah, es war schon auch ein Zittersieg hinten raus. Also viele haben sich erinnert gefühlt an Baunatal vor 2-3 Wochen vorher, wo dann in der 96. eben das 2-2 fällt. Es war verdient, weil Hanau ähnlich wie, als ich Hanau dieses Jahr schon mal gesehen habe, die erste Halbzeit völlig verpennt hat und einfach davon überrascht wurde, dass der Gegner aggressiv ist in die Zweikämpfe, will, gut gepresst hat. Und das hat eben Steinbach gemacht. Hätten sie höher führen müssen, hätten dadurch das Spiel entscheiden müssen. Am Ende ist es ein verdienter Sieg, auch wenn Bargos oder sie eine Top-Leistung von Philipp Bargos gebraucht haben. Ausgezeichnet, Max Stadler, muss man wirklich mal erwähnen, finde ich die Entwicklung von dem Jungen, finde ich überragend. Ich glaube, hat wahrscheinlich der Trainer mit dem Peter einen riesen Anteil dran, weil, naja, körperlich wissen wir, so ein Schrank, also das ist ja irre, der Oberkörper, den hat er schon immer gehabt, jetzt noch ein bisschen extremer, aber auch so vom Taktischen her, wie er anläuft, wie er sich verhält, wie er auch schon in diese Rolle, auch als Antreiber, Vorweggeher, muss man wirklich mal loben. Das ist eine hervorragende Entwicklung und kann vielleicht sogar wirklich nochmal einer werden, der vielleicht nochmal eine Liga höher anschaut. Steinbach haben ja auch eine geile Truppe, mal ganz ehrlich. Absolut, ne? Das ist keine Mannschaft, die am Ende absteigen wird. Da gibt es deutlich schwächere, qualitativ auch schlechtere Mannschaften. Du brauchst in der Situation Liga. So ein dreckiges Ding einfach, ne? Um da rauszukommen. Ja, ganz normal, das ist ganz wichtig. Und den haben sie geholt und wichtig und gut fürs Dorf und gut auch fürs Umfeld und da ist wieder ein bisschen Ruhe im Karton. Jetzt kommt Steinbach-Stadt-Allendorf schon, gibt schon legendärste Spiele zwischen den beiden und vielleicht wird es am Sonntag wieder ein Leckerbissen. Du darfst hin. Ich habe da mal ein 6-2 gesehen. Okay, stimmt, damals, kann ich mich erinnern.
Kalle Müller noch Trainer gewesen, gegen damals natürlich Tragan. Ja, gut, der Tragan ist ja seit 1972 Daniel Hanslick hat damals, glaube ich, stark aufgetrunken. Ja, nicht nur er, das war schon eine außergewöhnliche Leistung. Und da, ich weiß noch, da haben bei Steinbach auch wirklich wichtige Spieler gefehlt und dann war das ein 6-2 unvergessen. Ich glaube, am Ende wurde Stadt Allendorf Meister, zumindest sind sie aufgestiegen, ob sie als Meister. Und ich glaube, das Rückspiel ging dann irgendwie 8-0 aus oder so. Mhm. Also für Stadt Allendorf, das war so, also irgendwie total schwer greifbar. 8-0 vielleicht nicht jetzt, liebe Steinbacher, nicht gleich Briefe schreiben. Ja, vielleicht war es auch ein 8-1. Gibt es wieder Feuer, Johannes, in Steinbacher, das sagen wir. Kommt der Bertolt wieder, dann gibt es wieder Gas, hier und der Hennis. Gut, genug der Hessenliga, würde ich sagen. Wir machen einen kleinen Cut, weil wir haben uns zum Thema SG Brockstadt einen Gast eingeladen und mit dem reden wir jetzt ein bisschen darüber. Unser Gast ist Marius Köhl. Marius, herzlich willkommen bei uns in der Redaktion. Danke. Nach dem Spiel am Samstag gegen Homburg erstmal nach Hause, nach Saarbrücken gefahren, ins Saarland. Aber nicht mit dem Mannschaftsbus vom FCH, oder? Nee, tatsächlich nicht mit dem Mannschaftsbus von Homburg. Meine Schwester war zu Besuch gewesen hier in Fulda und hat sich das Spiel auch angeguckt. Und danach sind wir dann in die Heimat gefahren, ins Saarland, um dort dann halt den freien Tag zu genießen. Genau, und heute bin ich dann wieder hierhin gekommen, um das Interview hier zu führen. Ja. Du als gebürtiger Saarländer, wie unterschiedlich ist es denn hier in der Region Fulda oder allgemein in Hessen im Vergleich zu deiner Herkunft? Also vom Großen und Ganzen würde ich es eigentlich relativ gleich einschätzen. Der einzige Unterschied ist wahrscheinlich dann, dass wir jetzt seit in den letzten 2-3 Jahren mit Elversberg und Saarbrücken wieder den Profifußball zurück haben im Saarland, den man natürlich in Hessen auch hat, aber der Sprung natürlich von Frankfurt zu den Regionalligisten ein bisschen größer ist. Ansonsten von den Menschen her habe ich bis jetzt nur Positives kennengelernt. Alle Menschen sind offen hier und also kann nur mich positiv ausdrücken hier über die Region. Ja. Schauen wir mal auf das Spiel am Samstag gegen Homburg. 2-2 ging es aus, unglücklich für euch in der Nachspielzeit das Tor kassiert. Ja. Du hast mal bei Elversberg gespielt und auch bei Saarbrücken. Genau. Ist es dann ein besonderes Spiel, wenn dann eine saarländische Mannschaft der Gegner ist? Ja, also für mich persönlich ist es auf jeden Fall ein besonderes Spiel. War ja schon früher auch dann mit Saarbrücken und Elversberg besondere Spiele, weil es ja immer ein Derby ist. Und jetzt einfach generell, man kennt ja auch ein paar Spieler dort. Jetzt dort habe ich mit zwei Spielern auch selber schon gespielt. Und man freut sich einfach immer dann, einfach nur weil man auch weiß, dass sie einfach dort herkommen, wo man selber herkommt. Und dann will man natürlich auch das Beste geben und das Beste rausholen. Genau, ja, also man freut sich auf jeden Fall mehr als auf andere Spiele. Ja, dann noch, ich will mal sagen, ein halbes Tor geschossen, wenn man sich die Ecke zum 1-1 nimmt. Genau. Ja, ich würde fast sagen, die waren ein bisschen verunglückt, weil sie wirklich gut war sie nicht, oder? So wollte ich es auch eigentlich nicht haben. War dann natürlich umso mehr glücklich, dass es dann irgendwie ein Tor geworden ist. Ist mir schon irgendwie verrutscht. Eigentlich sollte sie höher reinkommen, ist dann auf den ersten Pfosten dann unglücklich abgefälscht und dann reingefallen. Aber im Endeffekt danach fragt ja auch niemand mehr. Auf jeden Fall. Wir sind noch ganz früh in der Saison, aber ich glaube, jetzt hast du schon gezeigt, dass du richtig viel Tempo hast, richtig viel Offensivdrang und dass du der SG Brockstadt helfen kannst. Warum passt der Mensch Marius Köhl zur SG Brockstadt? Ja, ich glaube, weil ich auch sehr fleißig bin, weil ich gut trainieren will, immer Gas geben will und das ja so der Hauptbaustein ist von der SG Brockstadt, dass man auf jeden Fall immer kämpft, immer alles gibt und ich versuche mich dem Ganzen unterzuordnen, dem ganzen Team und das hat halt von Anfang an gut gepasst. Ich wurde auch sehr gut aufgenommen von den Spielern und wie gesagt, also ich bin froh hier zu sein im Moment und das wäre jetzt meine Antwort, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt blicken wir schon auf das nächste Spiel. Morgen Abend, OFC Biberer Berg, Dienstagabend. Eine tolle Kulisse. Das sind die Fakten, die ich mir aufgeschrieben habe. Was braucht es denn noch, um einen guten Fußballabend zu haben? 3 Punkte nach Fulda, das wäre natürlich der perfekte Abend. Aber ich glaube, für einen Fußballabend an sich braucht es nicht mehr viel mehr, dass man alleine schon da in Offenbach am Biberer Berg spielt. Und ich weiß nicht, wie viele Fans da wieder da sein werden. Ich glaube, letzte Woche waren 7.000 da gewesen. Also viel mehr brauchst du auf jeden Fall nicht, also dass jeder heiß sein wird. Ja, beim letzten Auftritt dort hat die SG Brockstadt sehr gut ausgesehen. Es hat ein Unentschieden geholt. Was ist dein Tipp für morgen Abend? Mein Tipp ist 2-1 Fulda. Das würde, glaube ich, jeder hier unterschreiben. Ja. Marius, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Kein Problem. Und jetzt leiten wir wieder über und reden weiter über die Verbandsliga im Torgranate-Talk. Du bist nie alleine. Es ist immer jemand da, der dir hilft. Das wird halt bei Fronius tatsächlich gelebt. Das war auch für mich mit der erste Grund, warum ich wusste, dass ich hier bleiben will.
Ich kann euch berichten, die Stimmung ist hervorragend, aber kurzer Rollentausch. Jetzt darf ich mal den Tobi befragen, nachdem er jetzt den Marius befragen durfte. Und zwar in Richtung Verbandsliga. Du hast gestern die SG Pronzell gesehen, die den FSV Wolfhagen besiegt hat, der 34 Ligaspiele nicht verloren hatte und gestern auch drauf und dran war, auch in Pronzell beim Vizemeister einen Punkt zu holen. Aber dann kam Tim Hohrenkamp und hat Jonas Hosenfeld quasi den Allerwertesten gerettet. Ja. So kann man das behaupten. Hast du meine Worte exakt 1:1 übernommen. Ja. Und ich habe dem Jonas das auch direkt nach Abpfiff, habe ich ihm das genauso gesagt. Was kriegt der Tim heute noch? Und er hat auch sofort natürlich die Kaltgetränke springen lassen. Es hat mich in dem Moment, als dieses 1:1 fällt, da hat es mich innerlich schon so ein bisschen, weil ich habe einen Vorbericht mit dem Jonas gemacht. Der kommt aus der A-Liga in die Verbandsliga, eigentlich als Ersatztorwart, dann verletzt sich Jonas Ritze, dann muss er rein. Und es war so ein angenehmes Gespräch. Dann habe ich gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, was am Sonntag passiert. Und dann macht er eine souveräne Leistung. Er ist jetzt nicht der großgewachsene Torhüter, aber Flanken, Standards, alle jedes Mal präsent gewesen, hat sie weggefaustet. Und dann kommt diese 80. Minute und der Ball trudelt an ihm vorbei. Und ich sitze auf der Tribüne und denke mir so, oh, das kann nicht wahr sein. Also es hat mir für den Jungen in dem Moment so leid getan. Und deswegen, aber du siehst Pronzell, das ist eine Einheit, das ist eine Mannschaft, da fightet jeder für einen anderen. Das ist dann auch das, was Tim Hohrenkamp dann sagt. Ja, diese Situation passiert, aber wir wollten dann auch irgendwie Jonas den Arsch retten. Mhm. Und dann steigt er da hoch und es gibt, also ihr müsst das sehen bei Instagram, wir haben ein Video von dem 2:1, wie Stefan Dresel vor uns rumtobt und sagt, Horry, komm, los. Und dann köpft er das Ding ein und dann dreht er sich um, ich hab's doch gesagt. Also legendär, es hat wirklich jetzt schon Kultstatus für diese Saison. Also ihr merkt, wir sind auch Menschen, wir leiden auch manchmal mit unseren Gesprächspartnern oder Interviewpartnern mit. Das ist auch wichtig, sonst würde unser Job dann auch keinen Spaß machen. Ja, für Stefan Dresel war das auch für die Seele gut. Ne? Als Schalke-Fan muss ich dir schon sagen, wenn du da mal in der 90. gewinnst. Ne? Also es gibt welche, die haben echt harte Zeiten, sowohl am Amateursportplatz als auch bei ihren Fanfans. Ja, ich weiß nicht, kennst du die Fangruppierung des Ketzeller Führungsteams? Nee. Kenn ich jetzt leider nicht von Christian und von Marc. Nee. Bist du nicht so? Haben wir uns da nicht drüber gehalten. Es gibt genug andere Themen, über die wir im Moment reden. Okay, aber Ketzell läuft nicht, zumindest in der Gruppenliga. Kannst du mir erklären, Ralf, hast du eine Idee, warum das so ist? Ich glaube, das können sie selber nicht erklären. Ich meine, die Mannschaft ist die gleiche wie letztes Jahr, plus 3 Verstärkungen aus der Verbandsliga und nicht irgendwelche Heuschrecken, die sie aus der Verbandsliga geholt haben, sondern eigentlich 3 Stück, die dich auf Anhieb weiterbringen. Und es läuft ein bisschen unglücklich, glaube ich. Ich glaube, das Glück fehlt auch so ein bisschen. Und aber das wird. Ne? Ich bin da nach wie vor überzeugt, dass das wird in Ketzell. Aber das gestern hat mich jetzt schon ein bisschen enttäuscht gegen Horas 4:1. Horas kannst du auch schlecht einschätzen. Bist da auch noch jetzt so richtig im Bilde, die Haufen 9. Aber das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe eigentlich gedacht, da ist was drin für Ketzell. Aber ja. Schwierig zu sagen. Die 2 tun mir auch ein bisschen leid, Christian und Marc, weil die viel opfern. Menschlich. Die opfern auch viel, die investieren da viel rein. Aber irgendwann löst sich der Knoten. Und vielleicht gehen wir Freitag mal wieder zum Felix, ihr 2, unseren obligatorischen Treff. Und ihr kriegt da ein paar Tipps, wie es läuft. Und dann klappt das vielleicht. Ja, ist immer schwierig, von außen drauf zu schauen. Wir telefonieren ja, oder du telefonierst ja am allermeisten mit unseren Gruppenliga-Trainern. Freien Steinau hat gestern das erste Mal ein paar Federn lassen, obwohl sie nach 10 Minuten 5:0 führen müssen. Also ich weiß nicht, ja, ich habe ja auch noch mit Jens Klingert gesprochen. Und der hat gesagt, Ralf, das war verrückt. Also das war ganz merkwürdig. Er sagt, wir haben das 1:0 gekriegt nach 7 Minuten und nach 12, 13 Minuten habe ich nur gedacht, ach du Alarm, hoffentlich bleibt das einstellig. Also Freien Steinau musste überrannt haben. Die Thalauer wussten sich nicht zu wehren, die konnten sich kaum schütteln. Und jetzt sage ich dir was Kurioses. Am Schluss haben die Freien Steinauer Zuschauer gesagt, wir müssen nach einer Viertelstunde 3:0 führen. Aber wenn wir hier 5 Stück kriegen, ist das auch okay. Also so ist Fußball. Und in der 90. Minute hat wieder Freien Steinauer eine Chance gehabt, zu 2:1 zu gewinnen. Also alles. Aber die sind am guten Weg, sagt der Jens Klinger, die Thalauer, auch wenn sie noch auf den ersten Sieg weiter warten. Aber ich glaube, auch die werden es richten. Wobei, alle können es nicht richten, weil es muss ja jemand dran glauben da unten. Das stimmt. Definitiv. Heiße Saison. Ja, wir haben erwartet, dieses Jahr, jetzt gehen wir mal von einem Gruppenligisten, den lassen wir mal diese Woche aus, nämlich den RSV Petersberg.
Aber viele haben jetzt erwartet, der SV Hof Bieber wird der RSV Petersberg der letzten Saison in der Kreisoberliga Mitte. Mhm. Jetzt haben sie 4-1 in Dippert verloren. Wir haben das Video für euch. Sehr sehenswert diesmal. Sehr viele strittige Szenen. Also müsst ihr euch echt mal angucken, finde ich. Ein paar schöne Tore. 4-1 hat die FSG Diddy gewonnen gegen den SV Hof Bieber. Hättest du mich vorher gefragt, nie und nimmer hätte ich da drauf aus der Entfernung getippt. Aber Dippert, sie schießen ja Tore. Allein die 11 an diesem Wochenende. Pass auf, wieder. Anton Balz habe ich gefragt, bevor wir mal auf Hof Bieber eingehen. Ja. Anton Balz habe ich nach dem Spiel gesagt, Anton, wenn er am Freitagabend um 6 Uhr einer gesagt hätte, du gehst aus dem Wochenende raus, hast 11 Tore in Hildorf, Zimmershausen und gegen Hof Bieber geschossen, hast 6 Punkte. Ja. Und dann sagt er zu mir, ich habe das schon so ein bisschen gedacht, dass das klappen kann. Da habe ich ihn mal angeguckt. 11 Tore. Ja, ich habe ihn auch angeguckt. Und dann sagt er, nee, nach vorne brennen die, wir sind nach vorne so gefährlich, wir sind nach vorne so gut. Das kann man natürlich nicht erwarten, aber ich bin jetzt auch nicht unsagbar überrascht, dass sie die 11 Tore gemacht haben. Finde ich eine mutige Aussage, aber er hat sehr überzeugend auch gesagt. Also er glaubt das, was er da gesagt hat, und das kommt ja nicht von ungefähr. Also ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf das Rückspiel. Das ist so geil. Wir haben letzte Woche hier gestanden und da habe ich noch gesagt, oder vorletzte Woche habe ich noch gesagt, wie bescheuert ist das denn, dass man während es eine Woche später das Rückspiel hat. Und geiler geht's jetzt gar nicht. Also bei dem geht's wirklich. Ja? Also früher, ich habe ja wahrscheinlich wie viele Nerds von euch da draußen irgendwelche Bundesliga-Manager-Spiele gespielt und da konnte man das manchmal auswählen, dass man sagt, wir spielen die Saison nicht so Hin- und Rückrunde, sondern tatsächlich immer Hinspiel, Rückspiel, hin. So. Okay. Und ich habe das auch mal dort gemacht. Ich keine Ahnung, das war Bundesliga-Manager. Aber ich glaube, du triffst keine falsche Entscheidung, wenn du nochmal hinfährst, auch nach Hof Bieber. Ja, ich bin so im Zwiespalt. Ich hatte eigentlich versprochen, ich mache mal Edelzell Engelheims gegen Borussia. Edelzell Engelheims gegen Borussia geguckt. Okay. Das wäre jetzt nicht meine erste Empfehlung. Also meinst du, ich soll lieber nach Hof Bieber fahren? Wobei unser Kollege Progopengo gestern nicht gespielt hat. Der hat 90 Minuten die Bank gewärmt. Aber der Andi Pex hat mir schon gesagt, der Klare steht schon kalt und das Bier ist angezapft. Also vielleicht, ich bin wirklich noch am Schwanken. Aber zu Hof Bieber muss man einfach sagen, Alex Scholz krank, die zwei Haas, glaube ich, im Urlaub, Tarik Faber nicht dabei, haben sich zweimal verletzt im Spiel, der Thorsten Müller, jetzt weiß ich gar nicht, wer es noch war. Julian von Keitz, sorry, jetzt muss ich auch erst mal, genau, da sieht man schon, das ist eine halbe Mannschaft, die normal immer spielen würde. Ja. Am Freitag war der Christian Weiß im Tor. Ne? Der Christian ist, glaube ich, so alt wie ich. Ne? Steuern auf die 58 zu, so ganz langsam. Da siehst du, dass so ein bisschen Personalprobleme auch da sind. Aber ernsthaft. So alt bist du? Ja, das meint man gar nicht. Ne? Noch nicht ganz, aber ich steuere auf die 58 zu. Also unsere beiden. Ich bin so alt. Aber ja, erfahren. Ne? Erfahren, natürlich. Ja. Ne? Also, ich komme nach Hof Bieber am Sonntag. So, Punkt, jetzt haben wir es gesagt. Jetzt habe ich eine Aussage gemacht. Ja. Fertig. Gut, jetzt haben wir schon ganz schön lange geredet, glaube ich. Also eigentlich hatten wir noch ein paar mehr Themen, aber dann müssen wir uns ein paar für nächste Woche aufsparen, wenn wir an der gleichen Stelle vielleicht in gleicher Besetzung wieder stehen. Vielleicht können wir noch einen Lesetipp loswerden. Ein Lesetipp? Zum Beispiel die Geschichte von Julian Rode und Niklas Rehm, Baubuddies. Lest ihr alles auf Torgranate. Lasst ein Like da und vor allem abonniert unseren Kanal, damit helft ihr uns, unseren YouTube-Kanal. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Es gibt auch ein paar Fußballspiele. Es gibt mal Offenbach, Barockstadt und so, ne? So ein bisschen was. Du darfst da morgen hin. Und wir machen wieder ein Video, ne? Auch nicht vergessen, ne? Das kommt dann auch mal irgendwann so am Abend oder am Mittwoch früh. Ja, ich freue mich auf Offenbach gegen die SG Barockstadt, genau. Wird ein schönes Spiel und auch viele andere Spiele diese Woche. Absolut empfehlenswert. Viele Live-Ticker, bleibt uns gewogen. Schöne Woche euch. Ah, es hat ein Ende.